Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, wir sind mittlerweile bei der Works vs. Supercar Championship. Und ja, legen wir einfach mal los. So, wollen wir doch mal sehen, wie weit wir hier gut kommen. Oh, da gibt's wieder Turniere. Junge, Junge, da gibt's wieder Turniere. Na egal, machen wir erstmal die. Wie lang gehen denn die Rennen? 4 Runden? Okay. Work, Car Required, Supercar Required. Okay. Micas, dann gucken wir doch mal, was wir da so haben. So, wir haben einen Nissan GTR 35, wir haben einen E36, wir haben einen 135, wir haben einen Netzer Evolution. Wir haben den Shelby, wir haben den R8. Rein theoretisch könnten wir den R8 nehmen. Wir haben den Porsche Carrera GT, wir haben den Chevrolet Corvette, wir haben den Pagani Zonda, wir haben den, wir haben den. Oh, warte, wir haben den GT3 RS. Wir werden mit dem Porsche antreten. Genau. Wir werden mit dem Porsche antreten. Was? Och nö, ist nicht dein Ernst. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben den Shelby. Haben wir den eigentlich voll aufgetuned? Ich glaube ja. Lancer, E36, Corvette, C6, Pagani. Weißt du was? Werden wir den Shelby nehmen? Wir werden mal Muscle Car Power nehmen. Den haben wir ja eh schon lange nicht mehr gefahren. Den haben wir damals ganz am Anfang gefahren. Also werden wir einfach mal sagen, wir machen mit einem Muscle Car weiter. Wird ja keine großen Probleme geben. Hoffe ich zumindest. Dann können wir nämlich auch endlich wieder in den Cockpit fahren. Von der sich gesehen, weil mit dem Muscle Car kann ich ganz gut im Cockpit fahren und da wird es auch keine Probleme geben. Nur die Frage ist halt eben, wie das dann zu fahren ist. Oh, ne. Alright, a few seconds to green here. We want to try for the podium. Have fun, be careful. Jupp, und ich hoffe, ich habe keine Slow Motion. Weil sonst breche ich das Rennen ab. So, Master All Corners. Green, go, go, go. So, den ersten hätten wir schon. So, wollen wir doch mal gucken. Na komm, lass mich vorbei. Oh, geht doch. Oh Gott. Ich bin das Cockpit gar nicht mehr gewöhnt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, man sieht's auch. Boah, nee. Hatte ich nicht Vinyls drauf? So. Wollen wir uns mal vorne nach vorne setzen? Oh Gott, unsere Karre sieht mal wieder lecker aus. Upsala! Was? Training Paint? Oh Gott, geil. Ihr schaltet aber ziemlich schnell hoch, muss ich sagen. Ja, ja. Du kannst mir auch mal die Arschbank knutschen. So. Wir wollen ja im Prinzip nur Erster werden. Das reicht uns ja aus. Zum Glück müssen wir hier keine Führungsrunde oder so machen. Klar ist das Skyline jetzt hier gut vertreten, aber es macht doch nichts. So, den ersten hätten wir. Fehlen nur noch die restlichen drei. Und ja, ich fahre es gerade Außenansicht, weil ich Donington Park noch nicht sonderlich mag. Dankeschön. So. 1000 Profilpunkte. Oh ja, lol. Habe ich den jetzt echt sauber überholt?
Ihr leckt mich doch fett an den Füße. So, Kurve gemeistert. Das ist doch schön. So. Ja, oh, okay. Haben wir noch nicht geschafft. Ups. Macht nix. Aber ich glaube, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Ich hätte die eh von vornherein rammen müssen, alle. Von der Sicht gesehen, scheiß drauf, ob ich 2000 Punkte kriege. Macht ja nichts. Hauptsache, wir können das schaffen. Aber mich wundert, dass der Shelby so gut und stark ist. Ja, danke auch. Naja, macht nichts. Oh oh. Na egal. Ich kann ja trotzdem jetzt im Cockpit fahren. Okay. Aber 1500 werde ich noch kriegen, so bin ich sicher. Na, 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 und? Ja, Kurve noch gemeistert. 1500 Punkte haben wir sicher. Das ist schön. Upsala. Locking open it? Oha, wir haben eine TT hinter uns. Ja, leck mi fu. Oh, oh, oi, 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 oi. Danke. Du hast mir geholfen, Punkte zu kriegen. Alter. Wenn wir weiterhelfen, jetzt Punkte zu kriegen, habe ich kein Problem damit. Also, das kannst du gerne machen. Macht mir nichts aus. So, einer ist ziemlich weit hinten, warum auch immer. Euer, wen juckt's. Soll uns ja nicht stören. Habe ich ihn jetzt geblockt oder nicht? Ja, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache die Rennen sind spannend. Ja! Ja! Sauber! Habe ich doch noch die 2000 Punkte gekriegt. Hätte ich jetzt am wenigsten erwartet. Nee, du kommst von der Innenseite. Ich dachte gerade, der hätte mich echt gerammt, aber war, glaube ich, diesmal mein eigener Fehler. Ja, weil der ist nämlich hinten. Zwar ziemlich weit hinten. Wenn ich mir das mal angucke. So, hätten wir das auch geschafft, haben wir das Rennen absolviert und ja. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie ich die ganzen Parts halt nennen soll, ganz ehrlich. Hab jetzt halt eben namenloser Part. Fertig. So geht's auch. So, komm. Oh, 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 oh. Der ist mir gefährlich. Wollte ich gerade schon sagen. So nicht, mein Freund. So, geschafft. Geht doch. So, 6,6 Millionen. Ja, der Audi TT hat ziemlich gut mitgehalten, muss ich sagen. 80.000 haben wir gekriegt. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber Wayne. Juckt ja keinen. So, auf geht's. Nächstes Rennen. Da werde ich aber einen anderen Wagen nehmen. Ich glaube, auf der Nordschleife nehme ich den Evo. Jetzt ist
Das wird heftig. Oder ich nehme den BMW. Der BMW wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, doch, ich nehme den BMW. Genau. Weil der hat nämlich noch Nitro eingebaut. Ab auf der Nordscheife. Wie viel Runden denn? Eine. Okay. Wird gemacht. Ja, würdest du mal? Danke. Okay. 7 Minuten. Ey, das dürfte sogar schaffbar sein. Aber was ich glaube, ich weniger schaffen werde, werden wahrscheinlich die Punkte sein. Und wahrscheinlich auch die All Corners Mastered. Das habe ich ja nicht. Das habe ich nie bei der Nordschleife. Wie soll ich das auch anstellen? Ist mir auch egal. Oh, diesmal keine Ansage. Naja, Wayne. Macht ja nichts. So. Oh, 75% der Racing-Linie. Okay, wird gemacht. Oh, oh, man merkt schon, dass das eher mehr so eine Driftkarre ist. Danke auch. Okay. Sollte ich den doch besser im Cockpit fahren? Ich merke gerade, dass ich ziemlich schnell durch die Kurven hier fahren kann. Ja, doch. Alter! Das Problem, was ich hier lediglich habe, ist ja lediglich, dass ich nicht so eine Höchstgeschwindigkeit habe. Wie zum Beispiel die Skylines. Upsala! Entschuldigung! Ups! Ups! Lass mich vorbei! Oh Junge, mein Wagen sieht schon wieder lecker aus. Man sieht's. So. Jupp, die Kurven kann ich richtig schnell nehmen. Alter Vater. So. Alter, wie schnell ich die Kurve mal hier nehmen kann. Upsala, der war ein bisschen zu schnell. Wow. Ey, das ist gerade mal echt super. Wie schnell ich die Kurve nehmen kann. So, 1500 Punkte haben wir auch voll. Was hat Pferden da vor uns? Nerex, ja? Ja, komm, lass mich vorbei, Junge. Ja, danke. Oh ja, 2000 Punkte haben wir jetzt auch voll. Perfekt. Na, ja, komm, lass mich vorbei. So, geht doch. Und, oh oh. Ich hab so das Gefühl, ja, da unten kommt die. Oh Junge, da werde ich mit dem normalen M3 nicht mithalten können. Okay. Okay, okay, immer mit der Ruhe. Ist meine Scheibe eigentlich jetzt vorne raus? Ich habe so das Gefühl, dass meine Scheibe vorne raus ist. Nee, ist sie nicht. Da sieht man rechts noch die Streifen und alles. Oh Gott. Das werde ich nicht schaffen. Nicht als erster Platz. Okay, die 3000 Punkte dürfen wir auch gleich haben. Das ist schön. Wow. Immer mit der Ruhe. Ja, die 3000 Punkte haben wir voll.
Wir sollen im Prinzip nur, wie heißt es hier, die 75% Ideallinie schaffen, ne? Ja. Oh, da ist jemand rausgerutscht. Aber ich glaube, das wird auch nichts mit dem ersten Platz, oder? Doch, wenn ich Glück habe. Oh, ich habe sogar fast 4000 Punkte. Alter, das wird ein Level-Up sein. Das wird aber sowas von Level-Up sein. Lass mich vorbei. Ich will den fünften Platz. So. Und jetzt holen wir uns den vierten Platz. Okay, eigentlich brauche ich teilweise gar nicht mal so haarscharf zu bremsen, habe ich so das Gefühl. So, danke. Oh Gott. Toll, jetzt habe ich den vierten Platz. Aber es bringt mir der vierte Platz. Boah, sorry, aber ich bin gerade mal so extremst hier am gucken, dass ich hier nicht fehle. Die Nordschleife, muss er einfach zugeben, ist einfach so ein bissiges Monster, die Strecke. Von der sich gesehen nicht wundert, wenn ich mal zwischendurch nichts sage. Na komm, komm, an die beiden komme ich auch noch ran. Und wenn ich nur Zweiter werde, ist mir auch egal. Hauptsache ich... Upsala, das ist eine Abkürzung. Oder auch nicht. Ihr Arschgeigen, Alter. Hat mir das voll versaut. Na komm schon. Ja, geht doch. Ja, komm schon. Komm schon. Ja, Mann. Aber ich weiß, der tat weh. Ja, Mann. Ich bin Erster. Und das auf der Nordschleife. Da bin ich zu weit rausgerutscht. Macht nichts. Aber 5000 Punkte gekriegt. Yeah.